Meine Damen und Herren, zunächst möchte ich mich ganz herzlich bedanken, nochmals bei der Firma JBL, die mir die Gelegenheit gegeben hat, Ihnen hier heute einen Filmvortrag zu zeigen, wiederum aus dem Tanganyikasee, wie bereits gestern. Betitelt ist dieser Film mit Krabbler und Kriecher, Wirbellose aus dem Tanganyikasee. Die Wirbellosen des Tanganyikasees sind weitgehend unbekannt in der Aquaristik, ein bisschen bekannt in der Wissenschaft. Das heißt, es ist ein Film, der Ihnen Tiere zeigen wird, die Sie kaum jemals kaufen können, zurzeit jedenfalls noch nicht, weil sie einfach nicht eingeführt werden. Jetzt, ja. Ich habe diesen Film betitelt Krabbler und Kriecher, weil es in erster Linie geht um Tiere, die krabbeln und kriechen, wie zum Beispiel die Kriecher, die Schnecken darstellen. Die ersten Schnecken kann man bereits im Uferbereich sehen als Vertreter der Wirbellosen. Für weitere Beobachtungen muss man dann natürlich den Kopf unter Wasser stecken. Und da kann es einem passieren, dass man zunächst mit etwas ganz Unangenehmem Bekanntschaft macht. Das sind Blutegel. Blutegel haben die Eigenschaft, sich auch am Menschen festzusaugen und dann natürlich auf Nahrung zu gehen. Man wird angebohrt, es blutet ein bisschen. Ich möchte weitergehen mit den Schnecken des Tanganyikasees. Ich habe gestern bereits die Neotauma-Schnecke vorgestellt als potenzielle Möglichkeit für Schneckenzichliden in den leeren Gehäusen abzuleichen. Ich zeige hier nochmal einige Unterwasseraufnahmen von der Neotauma-Schnecke, die von der Größe her vergleichbar ist mit einer Apfelschnecke oder eben auch mit einer Weinbergschnecke. In verschiedenen Habitaten auf dem Boden vorkommt, im Sandboden, Schlammboden, teilweise eben auch auf gröberem Substrat wie Kiesflächen, zwischen Pflanzen unter anderem und in wenigen Fällen auch offen auf dem Boden liegt und sich auf die Art ernährt. Diese Tiere sind Filtrierer. Sie sind im Aquarium entsprechend auch schwieriger zu ernähren, schwieriger zu halten. Wenn die Tiere absterben, bleiben sehr, sehr große Mengen von leeren Gehäusen übrig. Die sind unter den Wasserbedingungen des Tanganyikasees sehr lange beständig, haltbar also über Hunderte, wenn nicht sogar über 1000, 1500 Jahre. Es gibt dicke Ablagerungen, richtige Schichten, die dann von verschiedenen Organismen auch genutzt werden. Es gibt Krabben, die Höhlen drin graben und anlegen und in diesen Höhlen siedeln sich dann auch gewisse Fische an, wie wir eben gesehen haben, Stachelaale. Die leeren Schneckenhäuser werden verwendet von der Gruppe der sogenannten Schneckenbrüter. Hier zeige ich Ihnen den größten Schneckenzichliden, den Lampologus calypterus, der teilweise recht große Ansammlungen von den leeren Schneckenhäusern zusammenträgt und sie benutzt als Brutnester. Auch der kleinste Schneckenzichlide verwendet unter anderem leere Gehäuse von Neotauma, das ist Neolampologus multifasciatus und hier ein paar von Neolampologus brevis, Männchen und Weibchen, immer im gleichen Schneckenhaus. Ein weiterer Vertreter der Schneckenbrüter, der nicht obligaten Schneckenbrüter, ist Lepidolampologus attenuatus. Nun, wir verlassen jetzt die Neotauma-Schnecke und wenden uns anderen Vertretern der Schneckenfauna zu. Und das ist jetzt weitgehend Terra incognita, unbekannte Arten, kleine Vertreter der Schnecken mit einer Gesamtgröße von etwa 2 bis 3 Zentimetern Gehäusehöhe. Es sind Vertreter, wie man hier auf diesen Bildern sieht, der Gattung Lavigeria. Teilweise sehr schön geformte Gehäuse. Hier eine noch kleinere Art der Gattung Raimondia. Diese Schnecken gehören zu den Rasplern, die sich also ernähren durch Abraspeln des feinen pflanzlichen Überzugs in Form von Algen, vom Harzsubstrat. Auch diese Schnecke, Vertreter der Gattung Lavigeria, eine sehr schöne Form mit der reichhaltig strukturierten Schneckenschale. Nochmals zwei weitere Arten aus der näheren Verwandtschaft.
Teilweise ist herrscht ein großer Wirrwarr zur Taxonomie dieser Schneckenarten. Also man kann sie auf Gattungsebene zwar bestimmen, aber auf Artebene herrscht eine ziemliche Konfusion und es ist im Moment auch wissenschaftlich sehr viel im Fluss dort, auch unter Zuhilfenahme von molekularen Untersuchungen, um da mehr Klarheit reinzubringen. Auch die kleineren Schnecken nach Absterben bilden große Ansammlungen, die auch von verschiedenen Fischen genutzt werden. Hier auch nochmal zwei Tiere vom Calypterus. Dann Schnecken selber haben auch eine Bedeutung bei den Leuten, die am Tanganyikasee wohnen, als Zierobjekte. Wobei hier zu sagen ist, dass diese Kultfigur weit ab im Inland gefunden worden ist und auch da sind Schnecken verwendet worden zum Ausschmücken.